Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Haul für euch, wie ihr höchstwahrscheinlich schon im Titel gelesen habt. Und es geht um einen Herbst-Haul. Heißt also, ich zeige euch alles, was ich jetzt in letzter Zeit gekauft habe für den Herbst. Ihr wisst, der Herbst ist einfach meine liebste Jahreszeit. Und ich starte auch direkt, ohne jetzt weiter dumm herumzulabern über Jahreszeiten. Und als allererstes dieses wunderschöne Kleidchen hier. Es ist ein Blazer auf Kleid gemacht und dieser hier ist von Boohoo und direkt als erstes schaut auf jeden Fall in die Infobox. Ich habe euch soweit es geht alle Sachen aufgeschrieben, alle Sachen verlinkt. Ich weiß nicht, ob ich alle Sachen finde, weil die meisten Sachen habe ich tatsächlich im Laden selbst gekauft. Aber bei Boohoo habe ich einen Code für euch, der geht bis zum 31.10. 40% auf alles, bis auf Sale-Ware oder besondere Kollektionen, wie zum Beispiel von der Jordan. Und dieses Blazer-Kleid trage ich in der Größe 34 und ich habe noch ein paar passende Schuhe dazu. Deshalb schwenke ich euch jetzt einmal nach unten. Und zwar kombiniere ich das mit einer relativ durchsichtigen Strumpfhose und mit diesen Schuhen hier. Ich habe solche Schuhe Ewigkeiten gesucht, die hier sind ebenfalls von Boohoo. Und ich wollte unbedingt Stiefel haben, die so leicht gerafft sind. Das finde ich so wunderschön. Ich habe es wirklich letztens irgendwann mal auf dem Foto gesehen, habe sie ewig gesucht. Und jetzt habe ich sie endlich und ich habe sie auch noch in einer anderen Ausführung. Ja, das ist das Problem, wenn man immer alleine dreht. Man hat niemanden, der die Kamera hoch und runter macht. Und zwar habe ich diese Schuhe hier noch ein bisschen höher und mit einem Pfennigabsatz. Das hier ist dann eher so Alltagslook und die sind super, super, super bequem. Und das Ganze hier in noch eleganter halt mit dem Pfennigabsatz auch so gerafft und die sind ein bisschen höher, aber trotzdem keine Overknees. Also wunderschön. Das ist schon mal ein Outfit, was mir extrem gut gefällt. Die Ärmel sind auch an sich schon ein wenig gerafft, was ich cool finde, weil ich es sowieso immer hoch mache. Und wenn die schon mal gerafft sind, sieht es am Ende, viel, viel schöner aus. Den Gürtel kann man auch noch ein bisschen enger machen. Ich würde ihn jetzt hier einfach so runterhängen lassen. Das finde ich ganz hübsch. Als nächstes haben wir dieses wunderschöne herbstliche Outfit. Cardigans. Cardigans sind meine Obsession. Ich habe so viele Cardigans. Dieser Cardigan hier ist von Zara. Das Top. Das ist ein ganz einfacher. Ich muss schon wieder Nips bedecken, weil Leute sich bestimmt aufregen. Das hier ist von H&M. Diese wunderschöne kurze Hose, die ein bisschen aussieht wie ein Rock, ist ebenfalls von Zara. Und hierzu würde ich auch tatsächlich die Schuhe anziehen, die ich euch als erstes gezeigt habe. Ist ein wunderschöner Herbstlook und das ist eine Sache, warum ich den Herbst so liebe. Man kann wieder layern. Also im Sommer würde ich jetzt nur das Top und die kurze Hose anziehen. Mit irgendwelchen Schlappen oder so. Ohne Strumpfhose, ohne coole Schuhe, ohne Cardigan. Und das ist das Geile am Herbst. Du kannst endlich wieder coole Outfits anziehen und schmeißt dir nicht einfach so einen Jumpsuit drüber und hast dann schon irgendwie ein Outfit. Also man hat mehr Möglichkeiten mit Jacken und so weiter. Ich liebe diese Hosen, die so ein bisschen weiter sind und aussehen wie ein Rock oder die, die eine Hose sind. Und dann haben die hier noch so ein Ding drüber und dann sieht es aus, als wäre es ein Rock, weil du kannst dich halt hinsetzen und musst aber keine Angst haben, dass irgendeiner deinen Schlüpper sieht. Deswegen, das hier ist perfekt. Und dann habe ich noch eine Sache, die ich direkt jetzt einfach mal hier drüber ziehen werde. Ich weiß nicht, ob das cool aussieht. Ich glaube eher nicht, weil das bestimmt beißt mit den Farben. Aber da habt ihr mich letztens tatsächlich nachgefragt, weil ich das bei einem Insta-Video anhatte. Ah, ich weiß nicht. Nee, das sieht wahrscheinlich nicht so geil aus. Aber kurz, das hier ist auch von Zara. 66% Polyester und 28% Viskose. Also nur die Top-Qualität. Nude on Nude, das ist sowieso absolut Trend und auch mega mein Ding. Ich liebe das. Wenn man Cameltöne sagt, hört sich das an wie Camel Toes, mir gerade aufgefallen. Deshalb sage ich einfach Nude on Nude. Und das nächste Outfit, bitte verzeiht mir, dass das ein bisschen ungebügelt ist. Ich habe es irgendwie nicht bedacht. Und zwar ist es ein T-Shirt von Acne. Das klappe ich dann hier immer einmal um, damit das nicht ganz so weit ausgestellt ist. Das ist nämlich ein Crop Top und die Ärmel sind ziemlich weit. Heißt also, es wirkt oft ein bisschen kastenförmig, vor allem bei Mädels, die ein bisschen kleiner sind und ein bisschen zierlicher. Und so kann man das ein bisschen, also es soll natürlich der Look bleiben, aber ich mag das nicht, wenn das dann ganz so flügelarmmäßig ist. Die Hose ist von Zara und ich liebe dieses Dunkelgrün. Ich finde das total schön, auch wieder mega, mega herbstlich. Und der Stoff, wie man es von Acne gewohnt ist, sehr, sehr fest.
sehr, sehr qualitativ hochwertig. Also man kann den Unterschied zu jetzt einem 20-Euro-T-Shirt oder 15-Euro-T-Shirt oder sogar 4,99-Euro-T-Shirt zu so einem hier auf jeden Fall erkennen. Und so sollte es auch sein. Dann habe ich hier noch eine Jacke, die ich sehr, sehr schön finde von Boho. Und zwar ist das auch eine Cropped-Jacke. Weil ich kurze Arme habe, krempel ich das hier auch immer ein bisschen hoch. Und gerade zu so einem Outfit finde ich das sehr schön. Ich finde, die Farben hier passen sehr gut zusammen. Ich mag den Stil. Ich finde auch dieses Teddy-mäßige immer noch sehr, 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 sehr cool. Aber ich habe auch noch eine Jacke, die ich aktuell richtig liebe und so froh bin, dass ich sie bestellt habe. Und zwar ist es eine Jacke von Nike. Und Leute, bitte lernt Nike zu sagen. Es heißt nicht Nike. Nike. Es ist Nike. Und diese Jacke ist so cool. Es ist halt so ein bisschen Bomberjackenmäßig und die ist super oversized. Es ist schon die kleinste Größe, aber ich feiere diese Details hier so sehr. Jetzt ist es halt richtig, richtig cool und ich hatte das jetzt auch letztens an. Da hatte ich hohe Schuhe an, eine enge Jeanshose, ein schönes Top und wenn man dann sowas drüber anzieht, dann finde ich, es ist so ein geiler Stilbruch. Ich stehe sowieso auf Stilbrüche und ich liebe solche Jacken. Ich habe ja auch Alpha-Jacken in allen Farben. Man muss für so eine Jacke ein Typ sein. Ich habe mich da auch direkt mit meiner Freundin drüber unterhalten, weil sie meinte halt so, ich finde das total schön, aber mir wird es einfach blöd aussehen, weil sie eher so der schickere Typ ist und dann sieht es halt so verkleidet aus. Also probiert es einfach mal an, wenn ihr es bestellen wollt oder so. Ich würde es auch immer ein bisschen hochraffen, weil so runter finde ich es dann doch ein bisschen zu verloren, bin ich hier drin. Aber ich denke, dass viele von euch größer sind als ich. Dann sieht das dann wahrscheinlich ein bisschen cooler aus, wenn es unten ist. Aber... Und ich muss euch noch was zeigen, wo ich momentan mega drauf abfahre. Schlafanzug, Oberteile. Nein, also diese auf Seidenpyjama gemachten Blusen. Davon gibt es ja momentan super viele. Also auch der Satin-Trend ist jetzt noch nicht wirklich abgeflacht. Diese hier zum Beispiel ist von ASOS. Finde ich persönlich mega schön. Also jetzt ist das natürlich hier ein bisschen, ich habe noch die andere Hose an, sehe ich gerade ein bisschen pastig aus. Aber was auch cool ist bei diesen Blusen, wie ich finde, und gerade diese Farbe hier finde ich sehr, sehr schön, in so einer Rostfarbe, das auch einfach hier vorne zuzuknoten und dann mit einer engen Jeanshose oder mit einer Lederhose. Und was auch super sexy ist, einfach so einen schönen Body darunter anzuziehen. Das hatte ich in München einmal an, mit einem schwarzen Body drunter. Den kriegt ihr bei ASOS oder bei H&M und so weiter. Die gibt es auch wattiert, so dass die jetzt nicht ganz durchsichtig sind. Und da haben mich auch total viele gefragt, wo ich das her habe. Und jetzt kann ich es euch zeigen. Und eine ähnliche Bluse, oder ist es sogar die gleiche? Doch, die gleiche. Ich habe es übrigens in der Größe 32, weil die ziemlich weit ist, habe ich das noch in der Farbe. Auch richtig, richtig schön. Ich finde, das sieht so schick und edel aus und man kann das so easy kombinieren zu so vielen Sachen. Zu einer Jeanshose, wenn man es nicht ganz so schick haben will. Schön mit goldenem Schmuck. Ich finde, hierzu passt Gold am besten. Und noch ein Cardigan, nachdem ich so viele gefragt habe. Ich habe ihn auch schon bei Instagram verlinkt, aber ich mache es natürlich hier nochmal. Und zwar dieser Cardigan hier, der ist von H&M aus der Premium Collection. Ich finde die Farbe so schön, weil das ist so gemixt. Also es ist ein bisschen braun mit drin, ein bisschen grau mit drin, dann so taub, bisschen hellgrauer Stoff noch. Also wunderschön, auch sehr gemütlich. Ich habe den zu Hause fast jeden Tag an, weil ich den überall drüber ziehe und auch so viel weich ist. Oh, und dann habe ich noch Overknees für euch. Ah, diese hier. Ganz neu. Oha. Oh, mein Fuß. Das soll nochmal einer sagen, mein Beruf ist nicht gefährlich. Mach nochmal runter, ne? Die Kombination ist ja auch wirklich der Oberkracher, oder? Fashion-Expertin Bella bei der Arbeit. Komm, machen wir es mal ein bisschen ansehnlicher. Na, ist jetzt auch nicht der Oberkracher, aber immerhin besser. Ich würde es jetzt nicht unbedingt zu einer schwarzen Lederhose kombinieren. So, das sieht doch schon besser aus. Die Schuhe haben eine richtig schöne Farbe. Ich finde die total cool. Die sind super bequem. Die sind sehr, sehr weich. Die sind übrigens von About You. Falls ihr euch diese Schuhe bestellt, nicht wundern,
wenn die am Anfang so ein bisschen eng sind, da dachte ich auch erst so, oh nein, ich habe eigentlich 37 oder 37,5, vielleicht sind die ein bisschen eng. Also bei mir haben die sich noch gut geweitet. Liebe Freunde, es sieht aus, als würde ich euch jetzt was vorlesen. Okay. Da ist mir doch gerade mal ganz kurz meine Kamera abgestürzt. Aber naja, ich wollte das Video jetzt hier beenden. Das Haarband hier verlinke ich euch auch in der Infobox. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie die Marke heißt. Und auch den Lippenstift. Da haben mich super viele gefragt. Falls ich ihn, ich glaube, ich habe ihn sowieso schon mal Instagram in der Zeit verlinkt. Und ich würde mich selber einen Daumen nach oben freuen, wenn euch die Teile gefallen haben und der Haul gefallen hat, den ich gerade für euch gezaubert habe. Und jetzt wünsche ich euch einen wundervollen Tag, einen tollen goldenen Herbst für uns alle. Schön, dass genau in diesem Moment hier gerade die Sonne rauskommt. Und bis zu meinem nächsten Video. Ciao.